erwischt. Na, fast. Raus hier. Ja, eine neue Woche bricht an beim Intervallfasten und die Liste füllt sich immer mehr und mehr und mehr und wir sind jetzt, man glaubt es kaum, schon über 50 Leute, die jetzt schon mitmachen und viele sind ja schon in der zweiten Woche. Genau, den Link zur Liste findet ihr in der Videobeschreibung. Da muss ich den halt nicht jedes Mal per E-Mail immer freigeben, denn die Liste ist ja jetzt kein weltbewegendes Datengewusel, sondern ist ja relativ anonym. Aber es hat mich echt sehr gefreut, dass wirklich, also auch alterstechnisch, alters- und gewichtstechnisch ist echt von bis alles dabei. Und das zeigt ja schon mal, dass viele da Interesse haben. Und ich habe auch schon gesehen, dass wir insgesamt sind wir bei 68,3 Kilo, glaube ich, waren es, die wir alle zusammen, also jetzt nur diese 50 Leute, schon abgenommen haben. Ich sage, das Ziel sollte ja mal sein, das wäre echt ganz cool, wenn wir innerhalb von 52 Wochen es schaffen, so viele User zusammenbekommen, dass wir echt eine Tonne, also sprich 1000 Kilo Fett abgenommen haben. Und das wäre ja wohl mal der Oberburner und das sollte wahrscheinlich für jeden Motivation sein, der an dieser Liste dann mitwirkt. Wie gesagt, wer noch mitmachen möchte, guckt euch die alten Teile an. Wie gesagt, alles findet ihr linkstechnisch in der Videobeschreibung. Der kann sich gerne mit in die Liste eintragen. Ich schalte den dann frei. Ihr müsst mir dann nur E-Mail schreiben. Guckt euch die anderen Teile, falls ihr jetzt erst einsteigt, guckt euch die anderen Teile noch an. Und auf die Liste komme ich gleich aber noch zu. Kommen wir doch erstmal nochmal zu so ein paar Kommentaren, die unter dem letzten Video noch waren. Und zwar hatte der Balu geschrieben, ich habe inzwischen so viele unterschiedliche Theorien über Ernährung, Diäten und Abnehmen gelesen und gehört, dass ich vor allem zwei Sachen gelernt habe. Erstens, es gibt nicht das Patentrezept. Findet eine Sache, die für euch funktioniert und zieht es durch. Ja, komplett korrekt. Jeder hat eine andere Diät-Fett-Historie und jeder muss wahrscheinlich seinen eigenen Weg finden. Deswegen ist ja auch dieses Intervallfasten auf diese ganzen verschiedenen Phasen angelegt. Das heißt, der eine sagt, ich mache OMAD, also One Meal a Day. Der andere sagt, ich mache 5-2, also 5 Tage Normalessen, 2 Tage Extremdiät. Und die anderen sagen halt eben 16-8. Bei mir ist es sogar schon ein wenig abgewandelt. Also ich frühstücke jetzt also immer so gegen 10 um den Dreh rum. Heute war es sogar erst um 11:30. Also ich bekomme immer weniger Hungerattacken. Also das ist schon mal besser geworden. Und esse so Abendbrot so gegen 17 Uhr so um den Dreh rum. Je nachdem, wenn wir eine Veranstaltung haben und ich mit dem Imbisswagen los muss, dann esse ich auch später noch mal eine Pommes Currywurst. Also dann schiebe ich das auch noch mal ein bisschen. Aber so generell komme ich mit diesem Intervall ganz gut klar. Und generell kommen wir nämlich jetzt hier zu zweitens, was der Balu geschrieben hat. Niemand scheint wirklich zu wissen, wie die Essensverwertung wirklich funktioniert. Teile davon sind vielleicht bekannt. Aber das große Zusammenspiel und wieso es nicht bei jedem gleich funktioniert, ist noch größtenteils noch unerforscht. Ja, genau. Das ist halt eben so. Wahrscheinlich liegt es halt eben auch an dem Stoffwechsel. Jeder andere hat einen anderen Stoffwechsel. Das heißt, es liegt daran, wie dick ist man, was für Bewegung macht man. Und da komme ich nämlich gleich auf den nächsten Punkt, nämlich noch. Einer der Feinde in unserem Leben dürfte wahrscheinlich auch der Kollege sein, und zwar weißer Industriezucker. Und da habe ich dann letzte Tage schon mal eine Aufnahme gemacht, die blende ich doch mal eben ein. Die Frage, die ich mir diese Woche mal gestellt habe, ist eigentlich, macht Kleinvieh eigentlich auch Mist? Also sprich, sind es wirklich die Kleinigkeiten, die es im Alltag ausmachen, die Sünden ausmachen? Und ich habe mal ein wenig recherchiert, ein wenig einfach mal aller Milchmädchenrechnung ein wenig nachgedacht. Und zwar, wenn wir einen ganz normalen Kaffee morgens mit, keine Ahnung, 2 Stück Zucker essen, trinken, nicht essen, also... Das machen ja einige von euch, oder wie gesagt, das soll ja einfach nur mal ein x-beliebiges Beispiel sein. Dann nehmen wir ja erstmal nicht zu und nicht ab, aber was wäre, wenn es genau dieser Kaffee, wie gesagt, einfach mal ein fiktives Beispiel, dieser Kaffee ausmachen würde, dass wir pro Tag einen Zuckerwürfel zunehmen würden. Ein Zuckerwürfel hat 3 Gramm so ungefähr. Und wenn ich diesen jetzt mal eben hier ein wenig klein mache, den Zuckerwürfel, so, dann habe ich ja immer noch 3 Gramm. Und wenn ich jetzt diese 3 Gramm hier, wenn ich die jetzt über meinem Körper so auskippen würde, dann würden die wahrscheinlich gar nicht auffallen. Man würde sie auch auf der Waage nicht sehen, weil man ja eine normale Personenwaage, keine Ahnung, die kann ja nur halt im Halbkilo- oder Kilobereich anzeigen. So,
Jetzt nehmen wir, er sagt, rein fiktive Geschichte, pro Tag 3 Gramm zu. Das mal 365 Tage, er sagt, durchschnittsmäßig, er sagt, stimmt zwar nicht, aber wenn wir jetzt 3 Gramm pro Tag zunehmen würden, dann wären wir 3 mal 365 Tage bei 1095 Gramm. Das heißt, wir hätten in einem Jahr 1 Kilo zugenommen. Wenn man das jetzt hochrechnet auf 10 Jahre, dann wären wir bei 10 Kilo. Auf 20 Jahre, dann wären wir bei 20 Kilo. Und wahrscheinlich ist es auch genau das, zumindest kann ich das für meinen Körper so sagen, dass ich in den letzten 20 Jahren 20 Kilo zugenommen habe. Mal mehr, mal weniger, man nimmt ja nicht so kontinuierlich zu oder ab, je nachdem auch wie man sich ja körperlich bewegt, aber es ist schon krass, dass dann selbst letztendlich ein so ein doofes Stück Zucker zu viel am Tag schon was ausmachen kann. Das hat mich doch schon ein wenig verwundert. Ich habe ja mal diese Zucker-Challenge gemacht vor, ich weiß gar nicht, das war glaube ich letztes Jahr oder so. Für alle, die neu hier auf dem Kanal sind, können sich das Video mal angucken. Verlinke ich mal in der Videobeschreibung. Und da habe ich ja eine Woche lang, ich glaube 8 Tage waren es ungefähr, habe ich 8 Tage bewusst auf Zucker verzichtet, also diesen weißen Industriezucker. Und da ist es mir aufgefallen, weil ich in dieser einen Woche, klar, hauptsächlich natürlich nur Wasser abgenommen habe, aber ich habe in einer Woche 8 Kilo abgenommen, nur durch den Verzicht auf weißen Industriezucker. Also gehe ich unter anderem mal davon aus, dass dieser weiße Industriezucker auch mit Sicherheit ein Stück weit da verantwortlich ist, dass man zunimmt. Und ich habe gemerkt, auch in dieser Zucker-Challenge, die ich da vor einem Jahr gemacht habe, dass ich auch, wenn ich bewusst auf weißen Industriezucker verzichte, auch weniger Hunger habe. Sprich, ne, Insulinspiegel, diese Geschichte halt eben. Mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Aber ist schon ein kurioses Rechenbeispiel. Ne? Das heißt, wenn ein Stück Zucker, also sprich 3 Gramm, das muss jetzt nicht Zucker sein, aber whatever, wenn man jetzt einfach nur 3 Gramm pro Tag zunimmt, dann ist das in einem Jahr 1 Kilo. Und selbst 1 Kilo fällt in einem normalen Leben über ein Jahr verteilt ja auch nicht wirklich auf. Denn die Hose kneift auch, wenn man 1 Kilo mehr drauf hat, immer noch nicht wirklich. Und ein Kilo, selbst 1 Kilo mehr würde man nach einem Jahr nicht sehen. Das heißt, es passiert ja so langsam, dieser Fortschritt, dass man das gar nicht so schnell mitbekommt. Und ja, dann hat man letztendlich, wie gesagt, in 10 Jahren oder in 20 Jahren 20 Kilo mehr. Dann klar, irgendwann fällt es auf. Genauso wenn man in 10 Jahren 10 Kilo zugenommen hat, dann sagt man sich, ja mein Gott, kaufe ich eine Hose eine Nummer größer, T-Shirt eine Nummer größer, whatever. Was interessiert mich das? Ist ja jetzt nur so ein bisschen geworden. Aber es können auf jeden Fall in 30, 40 Jahren, wir sprechen ja über eine ewig lange Zeitspanne, wie gesagt, selbst 10 Jahre ist ja schon eine super lange Zeitspanne, dass es einem ja kaum auffällt. Man sagt ja immer nur, die Hose fällt ein bisschen kleiner aus, können wir jetzt mal eine Nummer größer nehmen, wird schon passen, haut schon irgendwie hin. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dieser Gedankenfehler. Also ist die Frage wirklich, die mich auch von euch interessieren würde, macht denn wirklich dieser kleine Vieh, macht der denn auch etwas Großes aus? Dann habe ich hier noch einen Kommentar von Knecht Ruprecht. Ich fange morgen auch mit dem Intervallfasten an. Jetzt habe ich aber eine ganz wichtige Frage. Wie machst du das mit dem Dampfen? In 16 Stunden am besten lieber sein lassen oder am besten Aromen ohne Sweetener? Andere Zusätze. Also ich überlege, die Dampf in der Fastenzeit auszulassen. Wie machst du das? Also im Prinzip hatte ich das ja auch schon in den vorangegangenen Videos gesagt. Man soll ja in diesen 16 Stunden möglichst nichts zu sich nehmen, was auch annähernd die Bauchspeicheldrüse anregen könnte. Deswegen ist es eigentlich völlig wurscht, ob man dampft, raucht, 10-mal um den Block läuft oder was auch immer. Man kann auch trinken, eigentlich in Anführungsstrichen, was man will, wenn es denn ohne Kalorien ist. Wie ich ja korrigiert worden bin, ist ja Aspartam und diese ganzen Zuckeraustauschstoffe sind ja nicht ganz so dramatisch. Das heißt, man kann auch Cola Light in der Zeit trinken, wenn man sich damit so über den Berg halten will. Aber ich habe gemerkt, je weniger, um auch ganz kurz nochmal auf den Zucker zurückzukommen, je weniger ich von diesem weißen Industriezucker zu mir nehme, desto weniger Hunger bekomme ich und desto weniger muss ich auch essen. Das heißt, ich lasse jetzt nicht bewusst so aller diätmäßig Schokolade aus oder auch Chips aus, weil wenn ich da jetzt mal Bock drauf habe, dann esse ich da auch was von. Aber ich muss sagen, zurzeit schmeckt mir das irgendwie gar nicht so. Das heißt, ich verzichte da irgendwie nicht wirklich drauf, sondern eher freiwillig.
weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Das ist genauso wie Eis. Wir haben ja unter anderem haben wir heute Abend noch eine Hochzeit, wo wir auch Eis haben. Und normalerweise habe ich jedes Mal, wenn wir mit dem Eiswagen auf einer Hochzeit unterwegs waren, immer ein Eis gegessen. Darauf verzichte ich jetzt nicht gerade so, dass es mir schwer fällt. Aber ich sage mir, nee, wieso muss ich jetzt ein Eis essen? Weil diese Kugel, die bringt es jetzt auch nicht wirklich oder so. Sondern bei mir war es ja wirklich so, dass es diese kleinen versteckten Sachen waren. Also hier mal ein Mars, da mal ein Snickers, da mal ein Eis, da mal eine Bratwurst, da mal eine Currywurst. Und das ist ja, warum das Intervallfasten bei mir auch ganz gut jetzt funktioniert, weil ich dieses ja, immer während Essen, also nicht viel Essen, aber dieses immer während Essen, mal hier ein bisschen, da ein bisschen, das hat es bei mir ausgemacht, dass ich ja in den letzten 20 Jahren, keine Ahnung, 20, 30 Kilo zugenommen habe. Und das vermeide ich jetzt einfach. Und dann fällt mir auf jeden Fall von Tag zu Tag und von Woche zu Woche fällt es mir einfacher, gerade auf Süßkram zu verzichten. Denn ich will das auch gar nicht mehr. Wie gesagt, ich will ja generell diese Challenge ja nicht als, für einige wird es wahrscheinlich so sein, dass sie nach 52 Wochen dann, wenn sie es geschafft haben, aufhören möchten. Wobei ich das mittlerweile schon so sehe, dass ich mich so daran gewöhnt habe, an diese Challenge, dass es für mich immer weniger wie eine Challenge wird, sondern immer mehr Alltag. Und das finde ich sogar das Geniale dabei. Das heißt, ich habe auch immer weniger Hunger auf irgendwelche Süßkramzeug und es fällt mir gar nicht mehr schwer. Und hungertechnisch ist es jetzt auch so nicht, dass ich jetzt am Hungertuch nage. Klar, ich muss immer noch so ein bisschen auf die Uhr gucken und sagen, nicht zu spät essen, nicht zu früh essen. Und was man isst, ist natürlich auch wichtig, dass man halt dann das isst, was einen auch wirklich lange satt macht. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen so noch mehr, also wie vorher schon, Vollkornprodukte für mich entdeckt, die auch immer mehr Spaß machen. Und das letzte Video war ja hier meine Tacos mit Vollkorn-Dinkelmehl, die mega, wie gesagt, wer die noch nicht gegessen hat, macht die mal nach. 2 Stück davon mit geil Fettsalat, Tzatziki à la Pommesman. Ich habe da 2 Stück von gegessen, ich war sowas von satt. Und ich habe mich echt gewundert, wie geil Vollkorn schmecken kann. Also ich habe immer gedacht so, ja, es muss mit Maismehl gemacht werden, mit Maismehl, alles andere ist Bullshit, das kann gar nicht schmecken. Aber die haben mir mit Vollkorn, Dinkelmehl, haben die mir mega geschmeckt. Und ich werde wahrscheinlich demnächst auch mal Pizza damit machen, weil das einfach lecker ist. Also nicht so von wegen, das böse Vollkorn, du wirst jetzt zum Körnerfresser. Nö, gar nicht. Also ich fand das echt cool. Das war total kross, der Teig. Die Tacos waren super lecker. Wie gesagt, die Pizza hatte ich letztes Mal auch schon mal mit diesem anderen 630er Dinkelmehl gemacht. Selbst die war auch voll lecker. Und die werde ich auch nochmal mit Dinkel-Vollkornmehl machen. Wie gesagt, weil letztendlich kostet es einfach nur einen Tacken Hauch mehr. Aber die Dinge halten ewig lange satt. Und das ist das Coole dabei, dass der Zuckerspiegel nicht so talfahrttechnisch abspringt. Und dann hat der Karl noch geschrieben, da werden jetzt aber einige Maßnahmen miteinander vermischt. Intervallfasten, Ernährungsumstellung und Zuckerverzicht. Es kann ja so nachher gar kein Fazit gezogen werden, welche Maßnahme was gebracht hat. Allein der Zuckerverzicht bringt ja schon einiges. Das darf dann aber nachher nicht dem Intervallfasten zugerechnet werden. Ich habe mal ein interessantes Video gemacht. Das, wie gesagt, habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen mit dieser Zucker-Challenge. Habe ich, glaube eben schon, egal. Das ist ja... Wenn man auf Zucker verzichtet, dann kriegt man auch grundsätzlich weniger Hunger und man nimmt auch automatisch ab. Deswegen ja dieser ganze Zuckerkrempel heute in dieser Folge. Und der Christoph hatte darauf dann auch geantwortet, ich sehe das ähnlich, Intervallfasten, gleich weniger Essen, gleich weniger Bock auf Zucker. Dass das unterschiedliche Faktoren sind, will ich nicht bestreiten. Dass das Fasten jedoch bei vielen erst zu dieser Änderung der Essensgewohnheiten geführt hat, ist Fakt. Und wenn diese positiven Effekte in vielen Fällen mit dem Fasten einhergehen, halte ich es für sinnvoll, diese als Gesamtpaket unter dem Deckmantel Intervallfasten zu bewerten. Schließlich hat es sich nicht jeder gesagt, ich esse weniger oder ich esse keinen Zucker mehr. Nein, er möchte abnehmen und probiert diese Methode. Wenn sich da automatisch positive Änderungen der Essensgewohnheiten einstellen, ist das sogar noch besser. Das Ziel ist zudem nicht nur ein Experiment zum Thema Intervallfasten, sondern vielmehr die Gewichtsreduktion. Genau, und so sehe ich das auch und ihr wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, auch so. Denn das Intervallfasten soll ja nur ein erster Schritt in die richtige Richtung sein, dass man sich anders ernährt, besser ernährt und auch mehr darüber nachdenkt. Also nicht einfach mal eben den Schokoriegel wieder so reinstopfen, sondern sich fragt, muss dieser Schokoriegel jetzt sein? Und das, ich glaube, wenn man das selber freiwillig gar nicht erst mag oder nicht möchte, dann ist es ja in gewisserseits nicht ein Verzicht, den man so, ich muss mich jetzt zwingen, nicht diesen Schokoriegel zu essen oder diese Tüte Chips, sondern man macht es ja freiwillig. Und ich glaube, das ist ja dann klar. Sicher hat das mit dem Intervallfasten auch was zu tun, weil man ja in dieser Range der Zeit etwas isst oder eben nicht isst, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Aber dass man grundsätzlich, und das ist bei mir so der Fall, dass ich darüber mittlerweile mehr nachdenke,
was ich esse, also nicht nur wann ich esse, was über Intervallfasten, sondern auch was ich esse. Und ich mittlerweile echt weniger Hunger auf dieses ganze Süßzeug habe. Aber mich da nicht zu zwingen muss, das nicht zu essen, sondern ich es gar nicht will. Und das sollte ja schon wahrscheinlich Sinn und Zweck des Ganzen sein. Kommen wir aber nochmal auf euch zurück. Und viele sind ja schon auch in der zweiten Woche, mittlerweile wahrscheinlich jetzt dann ab heute, ist ja Sonntag, wo das Video rauskommt, dann die dritte Woche bricht dann an. Berichtet doch mal von euren Erlebnissen. Was hat sich verändert? Was habt ihr umgestellt? Was fällt besonders schwer? Was fällt nicht besonders schwer? Ich bin jetzt mittlerweile in der vierten Woche und ich muss sagen, wie gesagt, es fühlt sich immer mehr an wie Alltag und ich vermisse nichts, gar nichts. Denn wenn ich jetzt echt mal Bock auf ein Eis habe, ja, dann esse ich halt ein Eis. Aber ich habe grundsätzlich generell weniger Bock auf Süßkram. Also von daher halb so wild. Dann habe ich noch was zu berichten zu den T-Shirts, die ich jetzt auch gerade neu habe. Und zwar hatte ich ja in der letzten News-Folge das angesprochen, dass ich da so ein riesengroßes Desaster hatte mit den T-Shirts. Und ich musste jetzt einen Teil, ich musste jetzt einen Teil der T-Shirts zurückschicken, einen Teil darf ich behalten und ich bekomme nächste Woche wieder neue T-Shirts rein. Hiervon, von diesen T-Shirts, also in 3XL, habe ich jetzt halt eben 10 Stück über. Die verlose ich jetzt einmal hier in der Intervallfasten-Challenge und dann nochmal gesondert in so einer Merch-Folge, wenn die neuen T-Shirts da sind. Also wer Bock auf ein T-Shirt hat, also komplett für Lulu, für Lau, der schreibt mal in die Kommentare, was ich, Hashtag T-Shirt, und dann verlose ich 5 T-Shirts, also diese hier, in 3XL. Ganz wichtig, 3XL habe ich nur davon. Die anderen T-Shirts verlose ich dann in der nächsten Folge, wenn dann die anderen neuen T-Shirts dann da sind. Aber jetzt hier in diesem Video erstmal nur 5 Stück in 3XL. Also nicht vergessen, wenn ihr 3XL habt, braucht, gebrauchen könnt, dann Hashtag T-Shirt rein und dann sehen wir in der nächsten Woche dann weiter. Beziehungsweise in der nächsten Woche gebe ich dann die Gewinner bekannt. Ja, damit wären wir auch mit diesem Video in dieser Folge hier mit durch. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch geht, was ihr macht. Und wenn ihr mitmachen wollt, wie gesagt, alle Infos unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns, was das Intervallfasten betrifft, dann nächsten Sonntag wieder und in der Woche dann mit diesem Schweinkram. Und bis dahin und tschüss.